Moin Leute, da melde ich mich mit dem zweiten Teil von Das Business mit dem Hass. Ich habe im letzten Teil erzählt, dass ich jetzt diese T-Shirts produziere. Ich kriege CDs im Tausch. Ich kriege zwar auch ein paar verkauft. Jetzt habe ich mal einen ganz guten Deal gemacht, dass ich mehrere T-Shirts verkaufen kann. Mehrere, 100, 200 Stück vielleicht. Was mag das Auftragsvolumen gewesen sein, dass man da vielleicht so eine Vorstellung von hat? Im Großhandelpreis habe ich dann vielleicht 8 oder 9 Euro rausgeschlagen, was da möglich waren, oder 15, 16, 17 Mark plus Mehrwertsteuer. Ist jetzt nicht das Mega-Auftragsvolumen, das Direktverkaufen über eBay hat dann schon Spaß gemacht. Das war dann das Attraktivere, wenn man dann so ein T-Shirt, so ein Rolling damals gekauft hat, weiß ich nicht, für, lass uns dann heute in Euro sprechen, also der VK von so einem Bully Boy Shirt, was mag der gewesen sein? Ich meine 20 oder 25 Euro. Man produziert das Ding irgendwie für 4 Euro. Das ist dann schon ein Business, mit dem man leben kann. Im Großhandel kann man dann so, schlägt man dann 100% drauf. Ist bei 200 Shirts und das 800 plus Mehrwertsteuer versteuert. Da freut man sich, wenn man sowas mal hat, aber jeder Selbstständige weiß, was für Kosten da so noch entstehen und dass das natürlich keine Sache ist, von der man leben kann. Aber es war ein Fuß in der Tür. Ich hatte mich dann jetzt dazu entschlossen, das dann wie gesagt in der rechten Szene auch zu machen und hatte mir dann gesagt, okay, die Dinger produzieren und dann fahre ich mal hin und dann lerne ich mal diesen Versandhändler kennen, der hier um die Ecke wohnt. Und die T-Shirts waren dann relativ unkompliziert. Das ist eigentlich nur ein Organisieren von den Labels einnähen lassen bis hin zum Bedrucken schicken lassen und so weiter. Das sind wenige Telefonate, wenige E-Mails. Eigentlich ist es nur was Organisatorisches. Da macht man sich nicht unbedingt jetzt absonderlich fertig mit. Wenn man natürlich mehr Aufträge hat, dann läppert sich das zusammen. Aber grundsätzlich so eine Sache abzuwickeln war jetzt nicht das große Problem. Ich hatte dann nebenbei immer so ein bisschen meine eBay-Sachen, die ich dann zu erledigen hatte mit den T-Shirts. Dann da mal 5 T-Shirts, da 6 T-Shirts einpacken, zur Post bringen und so weiter, mal Konto gucken. Aber effektive Arbeitszeit, was war das am Tag? Wenn ich da eine Stunde oder zwei rumgewägelt hat, dann war das schon relativ viel. Die restliche Zeit des Tages habe ich dann gezockt und wie gesagt mich in diesen Nazi-Foren dann umhergetrieben. Jetzt habe ich mich auf den Weg gemacht. Zu diesem Versandhändler. Ich hatte bei diesem Versandhändler auch schon als Kunde bestellt. Dieser Versandhändler ist relativ schnell bekannt geworden. Und nennen wir den Versandhändler mal den Klaus. Das ist dann CD Klaus. Der hatte relativ schnell geschafft, sich einen Namen zu machen mit seinem Internet. Versandhandel. Und zwar ist damals das aufgekommen, zu dieser Zeit, wir sind jetzt bei der Jahrtausendwende, circa 2000, ist Musik aus den USA ganz groß geworden. Es war so, dass natürlich Bands aus England, die das mit geprägt haben, die erst angefangen hatten mit der Musikrichtung Oi, so Bands wie Screwdriver, Brutal Attack und so, dass die wegweisend waren für auch viele deutsche Bands und natürlich sie auch dementsprechend den Namen gemacht hatten. Aber sie spielten so eine Art Oi und Rock, der mich jetzt nicht so triggerte. Ja? Also ich kam ja auch musikalisch eher so aus dem Metal oder aus dem Grunge damals, was dann schon gut produziert war, geil zu hören war. Da war eine Power drin und so weiter und das andere, das zog bei mir nicht und jetzt kamen neue amerikanische Bands auf. Die spielten so eine Art auch Grunge und ja, so eine Art Melodic Rock, Hard Rock und das war ganz neu. Und die hatten sehr, sehr harte Botschaften, aber die CDs waren dann auch nicht alle drauf unbedingt so mit Hakenkreuzen gespickt, mit SS gespickt und so weiter. Also die Amis haben da nicht so viel Wert drauf gelegt. Die wussten auch nicht, welche Symbole verboten sind, welche Wörter verboten sind in Deutschland und so weiter. Es gab dann sehr, sehr große Labels in den USA, sowas wie Panzerfaust Records, Resistance und so weiter, die dann diese CDs produziert haben, vertrieben haben. Und die waren in der Produktion auf einmal, wo die in den USA angefangen haben, die waren
Die starteten gleich mega professionell. Die hatten astreine Abmischung. Da waren gute Musiker am Werk. Und die haben gestalterisch neue Maßstäbe gesetzt. In Deutschland war alles relativ schnell so dahin geworfen. Ja? Also, es gab ja das große Rechtsrock-Label Rockorama damals. Der hat einfach nur Hauptsache produzieren. Ja? Also, der hatte ein paar Stammmusiker, die hat er ins Studio geschickt, hat denen irgendeinen Namen gegeben von Stahl, Beton, Schlachtschiff, Knarre, Tod, Vaterland, irgendwas. Und dann harte Texte drauf, bisschen dieses Geschrammel, Rockmusik und dann einfach raus und dann verkaufen. Das hat die Leute dann nachher irgendwie nicht mehr mitgezogen. Und die Amis, die haben jetzt richtig knallhart drauf losproduziert. Die haben richtig professionell einen hingelegt. Und ganz Europa sozusagen, besonders natürlich der deutsche Markt, der nach meiner Meinung der größte Markt dafür ist weltweit, hat diese CDs, die haben danach gelächzt. Also die Botschaft war, die Musik war relativ so in die Richtung, wie gesagt, dieser mainstreamigen Bands damals. Ich weiß gar nicht, wie die mainstreamigen Bands noch heißen. Scheiße, habe ich jetzt vergessen. Und aber die Botschaft war da drauf relativ schnell und relativ harte Botschaften auch, aber verpackt so, dass es nicht mehr so auffiel. Das konnte man vorspielen, dass die Leute kaum mehr drauf gekommen sind, dass das professioneller, englischsprachiger Nazi-Rock ist sozusagen. Diese CDs zu importieren, wie das läuft und so weiter, das werden wir später alles bis ins Detail klären, wie das gelaufen ist, wie ich das gemacht habe, wie andere das gemacht haben und so weiter. Und diese CDs wurden dann von den USA nach Deutschland importiert. Das ist nämlich gar nicht so einfach, denn der Zoll, besonders bei Paketen aus den USA und so, guckt der Zoll schon genauer hin in Deutschland. Und dann muss man diese Pakete vom Zoll abholen, wenn man die da aufmacht. Und da sind dann 500 CDs drin mit Hakenkreuzen drauf und so weiter. Dann wird das beschlagnahmt, die CDs sind weg. Man bekommt eine Anzeige wegen Einfuhr von dieser Musik und so weiter. Da gibt es hohe Geldstrafen bis hin zu Haftstrafen und so weiter. Das war also gar nicht so einfach. Aber dieser Versandhändler, der CD-Klaus, der hatte das geschafft, diese CDs ohne große Beschreibung in seinen Shop zu packen und diese zu organisieren. Der hatte einen Vertriebsweg gefunden und er war einer der wenigen, der sich auch erstens getraut hat, die reinzupacken und zweitens, der die hatte. Ja, wir dürfen jetzt nicht vergessen, jetzt im Internet wurden dann solche CDs gehypt. Dann ging auch MP3s umher und so weiter und sagte, oh geil. Und ein Phänomen, was so ist, besonders auch, was ja so im Rock, Metal und auch im Rechtsrock so ist, die Leute sammeln. Also es reicht nicht, eine CD nur zu rippen oder als MP3 zu haben auf dem Rechner, sondern die Leute wollen noch richtig diese CDs besitzen. Jetzt fragen viele, was ist eine CD? Ja, genau. Aber da ging es immer um, wer hat die größte Kollektion, wer hat die verbotene, wer hat das und so weiter. Da gab es regelrecht eine Jagd drauf auf diese CDs und da wurde auch regelrecht mit gedealt sozusagen. Die wurden auch teurer mal verkauft und so weiter. Also da steckte ein richtig großes Geschäft drunter. Da steckten auch viele der bekannten Gruppierungen dahinter, die im Musikgeschäft in Deutschland aktiv sind, sowas wie die Hammerskins oder Blood & Anna, die sich dort so aktiv gemacht haben in diesem CD-Handel. Da gibt es noch viele Geschichten, die wir dann hier dazu erzählen wollen, wie das so gelaufen ist. Und diese CDs hatte er dann in seinen Shop gepackt und hat dann natürlich eine riesen Kundschaft rangezogen. Da hieß es ja, bei Klaus im Shop, da kann man die CDs bestellen und die werden auch wirklich geliefert und so weiter. Denn auch viel Abzocke hat es im Rechtsextremismus gegeben. Es gab damals einen Versand in Dänemark, wo man Geld hinschicken musste in Bargeld. Und dann kamen manchmal die CDs kamen nicht an, das Bargeld war weg und dann kamen die CDs manchmal 3 Monate später und Kontrolle und ein riesen Drama mit diesem Label und so weiter. Und da haben viele Leute viel Geld auch verloren. Aber das ist vielleicht mal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall konnte der sich richtig einen Namen machen. Der hat krasse Dinge in seinen Shop gepackt. Ich würde sagen, dass zum Anfang dieser Zeit, wo das gemacht worden ist, war der Staatsschutz oder der Verfassungsschutz da noch nicht so auf Zack. Ja, also
dass wenn man dann so 200 Stück davon gehabt hat, man hat die dann irgendwie Donnerstagabend in so einen Online-Shop reingepackt und dann hat man, dann wurden die manchmal, glaube ich, innerhalb weniger Stunden abverkauft, dann nimmt man die aus dem Shop wieder raus und keiner hat es gesehen, so ungefähr. Muss man sich das so ein bisschen vorstellen, also die Überwachungsmechanismen zu der damaligen Zeit waren dann noch bedeutend geringer und dann darf man auch nicht vergessen, dann müssen die CDs auch noch gefunden werden. Nur weil man ein Bild dieser CD in den Online-Shop stellt, heißt noch lange nicht, dass man die verkauft hat. Da hat mich der Staat ein Problem mit der Beweispflicht, weil die CDs müssen danach auch gefunden werden. Wie das dann funktioniert, da kommen wir noch genau zu. Ich habe mich jetzt also auf den Weg gemacht zu Klaus und seinem Versandhandel. Es war dann so, dass ich denke viel in Bildern, ich packe Menschen in Schubladen sehr schnell, leider, aber ich lasse sie ja immer wieder raus, das sage ich ja. Und ich hatte dann so ein Bild von so einem Versandhändler, hatte ich irgendwie im Kopf, ja, also tätowiert, Glatze, vielleicht so von, ja, diese bekannten Turnschuhe, die viele in der Szene tragen oder Springerstiefel Doc Martens an. Irgendwie zumindest irgendwie so in die Richtung, ja, also auch 1,90, 2 Meter groß, 110 Kilo Muskelmasse oder zumindest kräftig mit dem Bierbauch und so. Ja, das hatte ich so im Kopf, ich wusste nicht, was mich da so erwartet. Ich hatte mir das auch so ein bisschen hinterhofmäßig vorgestellt, so weißt du, so eine Art Garage oder so eine kleine Baracke so hinten, wo dann so Fenster mit so Gitterstäben drin sind und kommt man so rein und hängt da eine schwarz-weiß-rote Fahne und eine Skinhead-Fahne und dann läuft Mucke und dann steht da auch eine Kiste Bier und dann wird da geraucht und dann werden die CDs zusammengebaut und so weiter. Also ich hatte da ein Bild im Kopf, wo ich sagte, okay, da fahre ich hin, bin ich mal gespannt und habe mich dann auf den Weg gemacht. Ich habe die T-Shirts zugeschickt bekommen, habe die dann umgepackt sozusagen. Ich hatte dann ja zu diesem Zeitpunkt dann auch gesagt, dass ich das halt auch selber herstelle und so. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so, das habe ich später mal gemacht. Aber man musste ja nicht seine Geschäftsideen dann unbedingt preisgeben, weil dann kann das ja jeder. Und deswegen hat man das gesagt, nee, das mache ich alles selber und so weiter. Und deswegen hat man das dann nach so außen so verkauft. Ich glaube, das machen heute viele noch genauso. Ich bin dann habe mich dann auf den Weg gemacht dort zu diesem Versandhändler und bin dorthin gefahren mit den T-Shirts und bin dann auf ein Dorf gefahren in der Nähe von Grevesmühlen. Und schon wo ich die Straße so runtergefahren bin, habe ich gedacht, so das passt so überhaupt nicht so in mein Bild, das ich so im Kopf hatte. Ja, bin dann so diese Straße runtergefahren und komme dann an einem länglich sanierten Hof rauf, bin dann so aus meinem Auto ausgestiegen und dann kam mir dieser Versandhändler entgegen und ich muss sagen, Klaus war vielleicht so 1,70 groß, eher rundlich, nett, ganz sympathisches Lächeln gleich, ich glaube auch keine Tätowierung oder so. Eher wie ganz anders, wie ich das im Kopf drin hatte, ja, also eine sehr freundliche Ausstrahlung, wie gesagt, und kam dann so auf mich zu und sagte, ja, moin, ich bin der Klaus und ja, hier, ich bringe dir die T-Shirts und so weiter, ja, komm erst mal rein und dann kam ich in dieses Lager, das war ein Lager halb Haus und halb Lager, oben drüber war der Privatbereich, unten war groß das Lager mit den CDs und ich kam da rein und habe gedacht, meine Güte, was ist denn hier los? Da stehen ja zehntausende CDs, ja, also Regale voll mit T-Shirts, mit CDs, tonnenweise Paket-Rohlinge. Da war auch noch jemand, der dann da geholfen hat, die Pakete zu packen. Ich hatte eine Vorstellung davon, dass da am Tag, weiß ich nicht, 20 Pakete verschickt werden mit 40 CDs oder so. Das war eine regelrechte Maschinerie, die da war. Es hat mich erschlagen. Und er hat mich dann auch gleich in seine heiligen Hallen da reingeholt, T-Shirts gar nicht gezählt, hat gesagt, nee, alles gut. Und wie willst du es haben? Willst du das Geld in bar oder willst du das überwiesen bekommen? Naja, und da habe ich gedacht, Mensch, Bargeld lacht, lass mal Bargeld machen, ist das erste Geschäft, ne? Da weiß man immer nicht, nachher läuft es dem Geld hinterher, wenn jemand schon Bargeld anbietet, dann nimm das.
und dann gleich bezahlt und hatte dann auch gesagt, ja, hat mir dann so ein bisschen gezeigt und da war von Anfang an so eine Art Sympathie, das werdet ihr auch kennen, ja, so entweder das funkt oder das funkt nicht und dann kann man das auch nicht, da kann man das auch nicht erzwingen und wir waren uns dann, glaube ich, ganz sympathisch, haben dann privat gesprochen. Ich hatte dann noch seine Frau kennengelernt, die auch nicht in mein Klischee passte, die so dermaßen normal war, genauso wie er so, dass ich glaube, dass man mir das im Gesicht angesehen hat, dass mein Klischee nicht erfüllt worden ist, dass ich gedacht habe, wer seid ihr? Ja, also ihr macht dieses Geschäft jetzt hier, ihr habt das aufgebaut, ihr macht das. Das konnte ich kaum fassen, ja. Also ich habe gedacht, da steht Organisation dahinter oder dementsprechend eine Person, die, das war für mich absolut nicht greifbar. Und mir wurde dann auch Kaffee angeboten, wir saßen da und so weiter und hatte mir auch berichtet, ja, er kommt eigentlich eher aus dem Metal-Bereich und er hatte für einen Laden in Hamburg gearbeitet, einen Metal-Laden, der unterm Ladentisch ein Geschäft gemacht hatte mit dem Verkauf von Neonazi-Musik, denn das war schon immer ein Geschäft, was nebenbei, womit man Geld verdienen konnte. Und dem hatten sich wohl mehr Leute angenommen, als ich vorher gedacht hatte. Ich hatte da gar nicht so den Einblick drin, aber woher auch Leute, ja? Also ist er eher dazu gekommen, über den Metal-Bereich, dass er in dem Laden, wo er gearbeitet hat, gesehen hat, okay, mit dieser Nazi-Musik kann man Geld verdienen. Und da habe ich mir gedacht, okay, also du bist gar nicht so, also politisch ist gar nicht so, das ist das gar nicht, was dich hier so motiviert. Ich hatte schon zwei Herzen in meiner Brust. Ich musste als Selbstständiger Geld verdienen, aber ich war auch hoch politisch. Also ich war extremst radikalisiert im Kopf. Also ich hatte ganz klare Feindbilder. Ich war antisemitisch, ich war rassistisch, ich habe an Verschwörungstheorien geglaubt, teilweise pro Deutschland. Anti-europäisch, antidemokratisch. Und dann saß jetzt dieser freundlich wirkende Mann mir gegenüber und hat das eigentlich fast nur als Business angesehen. Ja, das war, ich weiß gar nicht, ob das so eine Art Enttäuschung war oder dass ich das respektiert habe, das weiß ich gar nicht so genau. Und ich habe dann gesehen und dann saß ich da, wir haben Kaffee getrunken und haben, dann hat er mir das erzählt, wie er dann dazugekommen ist, dann, dass er dann auch angefangen hatte, so als Kofferverkäufer, dass er dann diesem Metal-Laden gesagt hat, ach, gib mir mal die CDs mit und wenn ich mal höre, da ist ein Nazi-Konzert, fahre ich da hin und verkaufe die. Dann hat er mir erzählt, ja, auf Konzerten habe ich dann mal 100, 200 Stück verkauft und habe ich gedacht, an einem Tag hast du 200 Stück verkauft, das sind ja in Euro, sind das 3000 Euro, wenn du die gekauft hast für die Hälfte, hast du an einem Abend 1500 Euro gemacht? Wahnsinn. Ja, das sind so Stories, die mich dann halt so getriggert haben, wo ich gedacht habe, boah, das ist aber krass. Und dann habe ich das auch noch gesehen, wo ich dann bei ihm saß und die Person, die dann da gepackt hatte, die dann diese Pakete gestapelt hat und er dann sagte, ja, ich habe hier so einen DHL-Lieferungsvertrag und habe gesehen, dass die da irgendwie 60, 70 Pakete draufgestellt haben. Und dann da hat man ja gesehen, das war ja per Nachname, dass man an der Tür bezahlt und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, also dann guckt man da so rauf, Bestellung über 50 Euro, über 60 Euro und so weiter und habe ich das hochgerechnet und habe gedacht, ja, das ist doch jetzt hier nur ein ganz normaler Tag, das war doch jetzt nicht mal nach dem Wochenende oder sonst was oder so und da habe ich gedacht, meine Güte, was muss da denn drin sein, ja? Und dann hatte er da auch, dann hat er auch gesagt, so ja, ich habe hier auch CDs, die ich so nicht so verkaufen kann und so und dann habe ich gesagt, ja, ich würde mir privat welche mitnehmen, hat er gesagt, ja, nimm die erstmal mit und dann hatte er da so Koffer drin, wo dann die verbotenen Sachen so drin waren, ja. Also die eindeutig nicht in den Shop konnten, wo schon vorne ein Hakenkreuz drauf war oder SS-Logos oder sonst irgendwas. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde mir da privat für mich welche mitnehmen. Er sagt, ja, nimm mit, dann machen wir das mit T-Shirts irgendwann, wenn die T-Shirts gut weggehen, nimm die erstmal mit und dann tauschen wir die durch. So habe ich das mit dem Tauschen dann gelernt. Da habe ich gesagt, ja, mache ich, durchgewühlt. Und dann habe ich mir natürlich, habe ich gedacht, ich bin im Paradies, so als ehemalige Nazi-Rechtsrock-Krake, der dann da Bock drauf hat, da möglichst harte Musik zu kriegen, also textlich und damit ich dann so zeigen kann, hier habe ich, naja, alles blöd, aber und mich dann da bedient, habe gesagt, ja, dann schicke ich die T-Shirts dafür oder tausche mir die T-Shirts durch, auch wieder geschäftlich nicht astrein. Aber das, was ich an diesem Tag gelernt habe, das war, dass das keine Weltraumphysik ist. Und wo ich da schon gesessen habe und habe gesehen, wie der das da gemacht hat und dort gesessen hat und wie viel der gemacht hat und so weiter, da habe ich mir gedacht, das, was der kann, das kann ich auch. Und wie das weitergeht, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Und die mehr Hintergrundinfos sind immer bei Patreon unten drin, Pate vom Kanal werden, patreon.com, King unter den Kongs.
Da findet ihr die Patenschaft oder geht mal auf den Verein, lasst einen Daumen oben da, lasst einen Daumen runter da, kommentiert gerne. Ich freue mich, dass ihr bei der Serie dabei seid. Da kriegt ihr Einblicke, ganz viel. Fällt mir hier auch immer ein, wenn ich erzähle. Und wir haben noch massig Storys zu erzählen und ich freue mich, dass ihr dabei bleibt. Und ich verbleibe, wie immer, mit einem Ahoi von der Küste, Leute.